Ja, ganz herzlichen Dank fürs Kommen zunächst mal. Danke für die Einführung, lieber Herr Riedmüller. Ich komme ja gerne nach Ravensburg, seit ich hier viele Jahre lang als Katzensitter beschäftigt war in einer Wohnung mit einigen Katzen und sehr, sehr vielen Büchern, wodurch eine lebenslange Sehnsucht, eine allzu oft unerfüllte Sehnsucht nach der Seele in mir gewachsen ist, die ich doch hier versuche immer zu kaufen. 90.000 Neuerscheinungen kann man, meine verehrten Damen und Herren, 90.000 Neuerscheinungen kann man in Frankfurt auf der Frankfurter Buchmesse besichtigen. 90.000, das ist so eine Zahl, die klaftertiefe Sorgenfalten in deutsche Leserstirnen treibt, weil das Merkwürdige ist, dass wir wahrscheinlich, weil wir durch eine Buchreligion geprägt sind, glauben, dass diese 90.000 Neuerscheinungen alle von uns persönlich gelesen werden wollen. Wir kommen, ich denke darüber tatsächlich öfters und lange schon nach, wir gehen ja auch nicht zum Beispiel in eine oberschwäbische Bäckerei und kommen auf die Idee, dass die Aberdutzende von Brot- und Brötchensorten dort von uns alleine konsumiert werden wollen oder betreten einen italienischen Gemüsemarkt mit der Vorstellung, dass die Hunderte von Obst- und Gemüsesorten von uns jetzt gegessen werden sollen. Bei Büchern ist das anders, merkwürdigerweise. Deshalb bringe ich bei solchen Anlässen immer gerne, und Herrn Riedmüller zum Trotz, einige Bücher mit, die in meinen Augen so exemplarisch misslungen sind, dass meine Freundin und ich sie uns angewohnt haben, aufzubewahren in einem Regal, ich habe sogar noch ein paar mehr dabei, in einem Regal, das wir zärtlich unser Doofelregal nennen. Das exemplarische Buch dafür, mein Lieblingsbuch, ist dieses hier, Zu Gast bei prominenten Hunden. Das fängt schon, 3980, rotes Lein, das fängt schon beim Titel an, weil das müsste natürlich heißen, Zu Gast bei Hunden prominenter. Dort finden Sie zum Beispiel Porträts unseres neuen Bundespräsidenten namens Christian Wuff, heißt er, glaube ich, und von Ferry Porsche und so weiter. Dieses Buch ist deshalb interessant, weil es selber ein Bastard darstellt, eine Kreuzung zwischen der klassischen dem klassischen Tierbuch, denken Sie an Fury, denken Sie an Lassie, mit dem hat noch kein Verleger Geld verloren, und ja, der prominenten Biografie oder Autobiografie, wie sie in Reihenform hier vorliegt. Oliver Kahn, ein echter Klassiker auf diesem Gebiet. Das ist im Grunde mein absolutes Lieblingsbiografiebuch. Das erste Buch, inzwischen hat Herr Kahn drei weitere geschrieben. Dieses auf jeden Fall hat er ganz zweifellos selber geschrieben, denn es enthält den in seiner philosophischen Unauslotbarkeit, je älter ich werde, für mich immer reizvolleren Satz: Die Trennung von meiner Frau hatte nichts mit ihrer Person zu tun. Das ist etwas, wenn man sich das ganz langsam über die Zunge rollen lässt, dann merkt man, zunächst klingt das völlig irr, aber je älter man wird und je erfahrener man wird, vielleicht ist doch was dran. Ja? Also so völlig irr hingegen ist ein Werk, hier haben wir es, ja, es versteckt sich, es schämt sich, glaube ich, in diesem Zusammenhang, Eva Maria zu Horst, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Verstehen Sie, es reicht oft schon, mit eingeschaltetem, gesundem Menschenverstand eine Bibliothek oder eine Buchhandlung zu betreten, weil zwar ist das eine Paartherapeutin, die durchaus einige vernünftige Ratschläge in diesem Buch erteilt, aber der Grundtenor ihres Buches bleibt um Gottes Willen zusammen. Rettet eure Partnerschaft, egal was. Der ist, wenn man ein kleines Gedankenexperiment unternimmt und sich Desdemona vorstellt, die liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, liest, es nützt dir bei Othello halt leider ganz wenig. Und auch Eva Braun ist mit diesem Ratschlag nicht wirklich gut bedient. Gut, Peter Hane habe ich noch dabei, ein Buch mit gebrochenem Rückgrat, weil es in meiner kleinen literaturkritischen Familiensendung namens Druckfrisch, die so spät abends läuft, einige Male über diese Rampe befördert wurde. Nicht, weil ich politisch anderer Meinung bin als Peter Hane oder etwa, weil der beim ZDF ist und ich da bei der ARD parke oder eigentlich mit Leib und Seele ja beim Deutschlandfunk. Nein, sondern weil der Mann in seinem Büchlein, in seinem Pamphlet wieder die Spaßgesellschaft, ich wünschte, ich hätte die mal auf deutschem Boden erleben dürfen, diese Spaßgesellschaft, weil der da Sprachkritik in der Tradition von Karl Kraus betreibt und seine Gegner mit stilistischen Mitteln anzugreifen versucht. Aber wer das macht, dem sollten nicht Sätze in seinem Pamphlet unterlaufen wie "Jetzt bezahlen wir die Quittung". Im Deutschen bezahlen wir immer noch die Rechnung. Die Quittung kriegt er jetzt. Also das ist natürlich ganz furchtbar.
aber je länger ich das so mache, desto mehr bin ich wirklich der Überzeugung, dass es keinen Bären gibt, den Sie nicht zwischen zwei Sachbuchdeckeln den Deutschen aufbinden können. Das ist die Fortsetzung der Quacksalberei mit anderen Mitteln. Also so fahrendes Volk, das sonst auf Jahrmärkten oder so seine Tinkturen feilbot. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist natürlich dieses Werk, Schlank im Schlaf. Ja. Sehen Sie mich an, es funktioniert. Ja. Das ist, ich sage immer, das sind Bücher, die sind nach dem Motto geschrieben oder nach der Formel geschrieben, nüchtern durch mehr Saufen. Ja. Das, Sie finden also halbe Sachbuchregale. Davon ein richtiges Dumm-Dumm-Geschoss, will ich Ihnen nicht verhehlen, ist das hier, ja, wie alles wahrhaft Böses, ein Nebenprodukt des Fernsehens, Rhonda Byrne, The Secret und ganz neu und auf Platz 13 der aktuellen Bestsellerliste, The Bauer. The Bauer, ja. The Secret erzählt die Geheimnisse des esoterischen Denkens, die bestehen in einem altakkadischen Tontäfelchen, gefunden irgendwo in der Nähe von Babylon, auf dem steht, wie oben, so unten. Daraus leitet Rhonda Byrne das Urgeheimnis allen esoterischen Denkens ab, das da heißt, wenn Sie etwas haben wollen, etwas besitzen wollen, einen Herzenswunsch hegen, müssen Sie einfach sich vorstellen, Sie besäßen ihn schon, er wäre schon in Erfüllung gegangen, dann wird es Kraft des positiven Denkens auch zu Ihnen kommen, das, was Sie da ersehnen. Ich sage da immer gern, schauen Sie mich an, ich lebe seit vielen Jahren nach den Prinzipien von The Secret. Jeden Morgen wache ich auf und stelle mir vor, ich bin ein rappelschlanker Jüngling mit lockigem Haar und ängstanliegenden Ohren und es klappt, wie Sie sehen. Greifen Sie zu.